herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality. Hier auf der Grünfelder Land und ich stehe schon wieder mal beim Händler. Hallo Herr Müller, hallo Herr Richter. Hallo. Waldrum. Ja, Waldrum. Ich bin's, Herr Müller. Warum haben Sie auch das gleiche Hemd an? Ja, das weiß ich auch nicht. Ja, ich hab's nur über Stadt gestellt bekommen. Okay, also was... Also ich soll ihn bewerten, nehme ich an. Ja, den VW können Sie hier wegmachen. Warte, ich stelle, nein, das ist meiner. Echt? Ihre steht hier links. Nee. Das da ist ihrer. Meiner ist nämlich Deutz-Grün und ihrer ist John Deere-Grün. haben Sie den Schlüssel vielleicht stecken lassen? Der Albert hat mir den hier runtergebracht. Nee, ich hab ihm wirklich den habe ich den dahingestellt. Dann hat er den falschen mitgenommen. Dann möchte ich aber gerne nochmal den Preis wissen, ob das passt. Ja, der Preis ist schon der richtige. Ups, ich hab den Blick. Lukas? Ja. Könnte ich mich schon mal um hinten das kümmern? Jo. Okay, dann. Also der da wurde zwar bewertet, aber Albert hat den falschen mit runtergenommen. Gucken Sie nochmal, nicht, dass es falsch war. 25.500. Immer noch. Gut, dann ja, weg damit. Okay. Oh, ein Geld sollte bei Ihnen eingehen. Achso. Nö, kam nicht an. Bei mir aber auch nicht. Da fehlt aber noch was. Wo ist denn das Geld hin? Also, haben Sie den irgendwo mal von jemandem gekauft? Nee, war eigentlich meiner. Weil ich habe auch kein Geld bekommen. Also beim EU war es letztens auch sehr verzögert. Da war der Spediteur oder wer das so war, also sehr spät dran. Warte mal, ich schau mal gerade in meine Bücher rein. Ja, bei mir ist der Kontostand bei. Und ich hatte auch keine Meldung. Ja, und weg ist er. Ah, jetzt kam's. Ach, jetzt kam's. Gut. Ja, manchmal sind die so ein bisschen spät dran. So, also, ihr schönes Fiat-Traktörchen ist noch 51.414 Euro wert. Weg damit. Okay. Wo sind sie denn hin? Da fehlt immer noch was. So, jetzt bräuchte ich natürlich was Neues. Da fehlt noch was. Was darf's denn sein? Was halten Sie von dem John Deere 6M mit Frontlader? Ich gebe Ihnen mal so einen kleinen Tipp. Also, ich habe vorhin mal mit Marlon geredet und der meinte, wenn der Traktor jetzt noch eine Woche hier rumgammelt, dieser eine, der soll im Kuhhof gehören, aber da meldet sich ja niemand, dann soll ich den wohl zur Versteigerung freigeben können. Dem Kuhhof? Da ist jetzt erstmal alles beschlagnahmt. Kuhhof und... Naja, aber das ist mir... So. Und der eine gehört der Gemeinde, aber es meldet sich auch niemand. Ja, von denen von da hinten. Ja. Der eine gehört der Gemeinde, der andere Kuhhof. Aber melden tut sich niemand. Einer gehört der Gemeinde. Ja, weil da irgendwie einer mit einem Turbochip ausgetauscht wurde und was gab's, ein Update und... Das ist halt nur so der Herr. Welcher ist denn welcher? Ich glaube, das da ist der von der Gemeinde. Der? Der dann. Ja, wenn Sie den nicht mehr brauchen, was wollen Sie denn dafür haben? Mir gehört der ja nicht. Ich soll noch eine Woche warten und dann dürfte ich ihn wohl verkaufen, versteigern. So lange kann ich nicht warten. Kann ich ihn wenigstens dann in der Zeit Probe fahren? Sie können von mir, warten Sie, wie viel PS hat denn der? Es geht nicht um die PS, ich brauche einen Traktor. Mit Frontlader. Ja, aber ich habe hier einen Fendt 700 und einen Fendt 900. Achso, mit Frontlader, ja, warte. Ich, stell mal, das ist der dicke. Wo ist mein Hin? Ah, da hinten hat der einen Frontlader. Das ist eigentlich mein Gewicht hier. Ring, ring. Ah, Telefon. Albert? Jo, wir haben ein Problem. Das Feldwasser gerade angesehen hat, das ist schon voller Unkraut.
Ja, ist egal. Ist ja nur das Pachtfeld. Da ist nicht so wichtig. Dann ist alles gut. Gut, dann mache ich mir wieder eine Arbeit. Jo, bis dahin. Ciao. Und was halten Sie hier von dem neuen LKW? Herr Barona? Ja. Ich habe hier gerade noch den Brandmachsatz gefunden. Also Sie könnten für den Frontlader, also Sie könnten den hier haben. Ja, aber da muss ich runterfahren, hochfahren, hin und her fahren. Wenn ich den jetzt Probe fahre und dann kaufe ich ihn nächste Woche, dann ist es schon erledigt, wissen Sie? Doch. Also wollen da muss Sie ich nicht hin und her. Oder sich ein Angebot für den 6M. Ja, nee, ich würde den da drüben mal Probe fahren jetzt. Aber ich kann ihn Ihnen nicht geben, das ist ja das. Der von der Gemeinde. Ja, okay, warten Sie. Ich bekomme davon nichts mit. Ja. Na, Sie arbeiten unter der Gemeinde, Herr Richter. Sie sagen, Sie kennen nichts, das Fahrzeug nicht. Der Herr Müller ist bei der Gemeinde. Der sagt, der weiß davon nichts. Ich weiß davon auch nichts. Wir können jetzt noch einen Neumann anrufen und den fragen. Der weiß es auch nicht. Ich habe mit dem telefoniert. Ja, also, dann fahre ich den jetzt Probe bis nächste Woche und dann kaufe ich ihn dir ab. Ja. Bis er versteigert wird. Das ist das Einfachste. Ja, also, ich kann eine Versteigerung machen, aber ich sorge dafür, dass du ihn bekommst. Ja, wer will denn schon so ein Ding? Also ich. Hä? Okay, ich brauche aber noch was, glaube ich. Warte, lass mich überlegen. Dum, 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 dum. Oh, der wird geblitzt. Oh, da fahr ich mal lieber hinterher. Nee, der wird nicht geblitzt. Beeal dich mal. Der war deutlich zu schnell, hier ist 50. Aber hier ist 50. Das hat die Polizei gesehen. Ja, das war ungeschickt. Das war dumm. Also ich nehme den mit und wenn du ihn brauchst, wenn er einen anderen Käufer findet, dann bringe ich ihn dir wieder. Ist ja kein Thema. Gut, dann danke ich dir erstmal recht schön. Warten Sie, ich guck noch mal, ob es wirklich der Richtige ist. Der Richtige. Okay, gut. Bis dann, tschüss. Jo. Ciao, Frontlader. Albert. Jo. Wir haben den zweiten 6R. Und zwar im Moment kostenlos. Der Händler hat gemeint, er hat hier noch einen rumstehen, den braucht er nicht. Der weiß nicht, wem er gehört und er geht nächste Woche in die Versteigerung. Hey. Jetzt haben wir den erstmal und Kann er den noch behalten, da können wir mit dem noch einen Dealer irgendwie ausmachen, da kann er uns den günstig vermieten, ne? Nein, der geht nächste Woche in die Versteigerung, der Traktor. Dann kaufen wir uns. Gucken, dass er günstig ist. Ich habe übrigens, wir mussten noch eine Produktion kaufen. Welche denn? Holzkohle. Ey, das ist auch schön. Ja, sonst, Ist ja eigentlich auch gut Geld ein, ne? Können wir der Gemeinde ein bisschen Geld aus der Tasche ziehen? Okay. Brauchen wir dann bloß noch eine zweite Poltergabel, ne? Wo ich auch Baumstämme mit aufnehmen kann? Die haben wir schon. Die liegt unten im Wald. Die hole ich jetzt. Und dann fahre ich mal ein paar Stämme holen. Und einer sägen und einer bringt die Dinger weg und einer tut dann aufladen oder was auch immer, ne? Jo. Also ich fahre jetzt mal in den Wald. Ich fahre jetzt mal in den Wald und guck, was da los ist. Ich bin jetzt das Feld 120, ne? War doch richtig, ne? Ja. Oh, das soll ich erst tiefenlockern. Nee, wir müssen eigentlich Kohle produzieren, weil ich weiß, dass die Gemeinde bald welche braucht. Da kannst du ja schon anfangen, ich tue da tiefenlockern mit dem Johnny. Okay. Dann machen wir es so. Oder bloß zu Ende düngen, weil ich gerade bei bin, ne? Ja, erst düngen, dann den Rest. Ich denke mal, das wird schon gut anlaufen. Jo. Wie viel Kredit hast du denn eigentlich offen? Wenn das nicht so viel ist, ob sich das lohnt, probiert das Spiel. Ups, war ich aus Versehen, ist ja interessant. Ob sich das lohnt, die Schulden alle mit einmal abzubezahlen und dann einen neuen Kredit aufzunehmen? Also, wir haben jetzt noch offen 123.100 ist ein offizieller Kredit. 123.000.
Und dann noch 37 beim beim Dings hier, beim LU. Weiß ich halt bloß nicht, ob sich das lohnt, ne? Ganze solche gleich mit einmal abbezahlt. Und dann brauchen wir ja wieder einen neuen Kredit, ne? Ich würde mal gucken, dass wir jetzt tatsächlich das Forstgebiet oben voll abholzen. Das Forstgebiet abholzen und dann, warte mal, ich kann hier ein bisschen abkürzen. Kostet das eigentlich viel, sag mal, hier so ein Ding auszuleihen? Dann brauchst du nicht alles mit der Kettensäge zu machen. Hier oh, ein, ja, das lohnt sich nicht. Wie nennt sich das hier? So ein Harvester oder wie die Dinger heißen? Ja, ja, das lohnt sich nicht, das ist zu teuer. Vor allem, weil wir das Holz nicht verkaufen, weißt du? Sondern weil wir es zur Produktion brauchen. Oh ja, dann. Für den Verkauf wird es sich lohnen. Aber so nicht. Das ist auch wieder richtig. Aber irgendwann werden wir so viel Kohle haben. Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Ja, ich auch nicht. Wird schon klappen. Hier läuft ja erstmal richtig an. So, Poltergabel liegt hier. Warte mal, war das doch unser Gewicht da oben beim Händler? Ich gerade mal gucken. Ja. Dann rufe ich da meinen Händler nochmal an. Nicht, dass er das verscherbelt. Ja. Müller. Hallo? Hallo, Herr Müller. Ich habe gerade gesehen, dass mein Gewicht nicht hier liegt, wo ich dachte, wo es liegen müsste. Was habe ich damit zu tun? Ich habe vorhin eins beim Händler gesehen. So ein Sur 2100, glaube ich, war das. Mhm. Könnten Sie das auf die Seite legen? Das ist nämlich dann meins. Jo, kann ich machen. Danke, aber nicht verkaufen, ne? Nee. Gut, danke. Jo. Tschüss. Tschüss. So. Geklärt. Achso, da hinten komme ich ja gar nicht mehr rum, Mist. Ich bin gute Hoffnung, dass was. Und jetzt, wenn das Feld fertig ist, dann ist das unser Reingewinn für das Feld, oder? Jupp, dann haben wir damit Gewinn. Ich werde mal gucken, dass wir das auf jeden Fall noch so lange haben. Warum ist hier kein Hackschnitzel? Warum hat Sägewerk schon wieder nichts produziert? Wenn ich nicht fertig bin, hier auch mit dem mit den tiefen Lockern, gehe ich auch mit dem Wald rein, damit sich das lohnt, dass wir wieder genug Hackschnitzel haben. Ne? Oh, das ist voll. Das war voll. Sägewerk hat keine Hackschnitzel produziert, weil es voll war. Nee. So ein Mist, ey. Ja, Bretterpaletten haben wir jetzt zwar genügend, aber jetzt gucke ich mal gerade, ob ich ein paar Leerpaletten noch rüberkrieg. Wir haben gar keinen Anhänger mehr für Leerpaletten, gell? Naja, dann müssen die eben selber kommen und sie kaufen, abholen. Du Werkstatt noch. Ja, genau. Ja, auf jeden Fall. Wenn wir genug Paletten da haben. Ja. Warum sollen wir denn uns immer die Mühe machen? Das ist halt ein bisschen günstiger für die Leute halt, ne? Ja, vielleicht. Schauen wir mal. Das ist günstig genug, ne? Große Nachfrage bei den Holz, Michael. Holz. Ja, Hackschnitzel. Mach mal so ein Gerät für den Forst, wo du Hackschnitzel mitmachen kannst. Das haben wir gar nicht, ne? Nee, das hatte ich geliehen. Zuletzt. Das wäre noch ideal, sowas, ne? Ja. Könnte man 2-3 Anhänger voll machen, so echt fertig. Dann brauchst du aber auch 2-3 Anhänger.
So. Dann schmeiße ich mal die erste Leerpalette bei der Kohleproduktion rein. So halb voll ist der Tank noch nicht. Oh, mit dem Teil hier rumfahren ist auch witzig, ey. Ach nö. Ach Quatsch. Habe ich hier die Palette verloren. So, hatte der Neumann schon angerufen? Hier wegen bezahlen? Was bezahlen? Finger? Nö. Er wollte 3200 haben dafür. Ich dachte, du hast schon bezahlt. Nö. Kann er gar nicht, ne? Also, dann zahle ich. Ich habe gedacht, du machst die Finanzen da. Was größer ist, dann Bescheid. Ja. Geht gerade sowieso nicht. Der ist gerade im falschen Hof unterwegs. So, mal gucken hier. Alter, so ein mega großes Holztor, ey. Musste das denn sein? So, da können die Hackschnitzel rein. Hier die Leerpaletten. Dann schieben wir mal mit dem schönen Stapel hier rein. Ich weiß gar nicht, wir gehen hier rein. Holz, Kohleproduktion. Irgendwas abbauen zuerst? Zwei Stück. Wie meinst du? Das Ding nicht abgehängt. Hast du die Zapfwelle weg? Ich auch nicht. Mit Y. Okay. Y kurz und Y lang wie Schläuche. Was hast du denn dran? Achso, du musst ihn auch absetzen, ja? Ja, hab ich ja. Absetzen. Da fällt es ab. Und dann lange Q. Lange Y für die Schläuche. Und dann Q. Oh, okay. War schon auch verzweifelt. Hast du? Ja. Oh ja. Bisschen falsch. Wird das auch noch bald abgeerntet. So, liebe Leute, ich bin schon wieder mal wieder am Ende meiner Folge angelangt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, schaut gerne morgen wieder rein bei der nächsten Folge Real Farming LS19 Meets Reality. Falsch rum. Und ja, bis dahin, macht's gut. Tschüss.